Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates oder Mark Zuckerberg. Fast jeder hat eine grobe Vorstellung davon, wer die reichsten Menschen der Welt sind und wie sie leben. Und auch hier bei Wissenswert haben wir schon öfter Einblicke in die Leben der reichsten Menschen der Welt gewagt. Wenn es jedoch um die reichsten Deutschen geht, sieht die Sache ganz anders aus. Die meisten deutschen Superreichen und Milliardäre leben nämlich eher zurückgezogen, halten sich oft sogar aus der Öffentlichkeit fern und es ist kaum irgendetwas über sie bekannt. Deshalb wollen wir in diesem Video mal einen seltenen und genauen Blick auf die 10 reichsten Deutschen und ihre Familien werfen. Wir zeigen euch natürlich, wer sie überhaupt sind, aber auch wie sie ihre Zeit verbringen, wie sie ihr Geld ausgeben und auch wie sie es verdient haben. Und so viel sei schon mal verraten. Es ist auf jeden Fall die ein oder andere ziemliche Überraschung dabei. Deshalb bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr mit eurem Geld machen würdet, wenn ihr zu den reichsten Deutschen gehören würdet. Wir sind gespannt. Fangen wir an mit unserer Nummer 10 und damit tatsächlich mit einem der bekanntesten Personen auf dieser Liste. Die Rede ist von Dietmar Hopp. Schon in den 70er Jahren gründete der heute 81-Jährige mit ein paar Partnern das Softwareunternehmen SAP. Die Firma wurde in den 80ern und 90ern zu einer der wichtigsten weltweiten Softwarefirmen im B2B-Bereich, sodass Hopp heute je nach Schätzung über ein Vermögen zwischen 5 und 13 Milliarden Euro besitzt. Sein Privatleben verbringt Hopp übrigens in Walldorf, einer Stadt etwa 20 Minuten von Hoffenheim entfernt. Dort lebt er in einer großzügigen Villa mit seiner Frau und pflegt den Lifestyle eines bescheidenen Familienmenschen. Seine größte Leidenschaft ist jedoch der Sport. Hopp ist zum einen ein leidenschaftlicher Golfer, aber vor allem der Fußball ist ihm eine Herzensangelegenheit. So ist Hopp seit Jahrzehnten einer der großzügigsten Spender der TSG Hoffenheim und verhalf dem Fußballclub somit sogar zum Aufstieg in die erste Liga. Aber auch abseits des Sports ist er ein großzügiger Spender. Inzwischen hat er nämlich über 2/3 seines Vermögens für wohltätige Zwecke, wie zum Beispiel für Kinderkrankenhäuser, ausgegeben. Wenn Hopp übrigens eine Auszeit von seiner Tätigkeit als Fußballmogul und Wohltäter nimmt, macht er meistens Urlaub im Schwarzwald. Dort hat er nämlich bis vor kurzem das luxuriöse Schloss Bühler Höhe besessen, das lange Zeit als Hotel genutzt wurde. Auf der Nummer 9 geht es weiter mit dem wohl überraschendsten Namen auf dieser Liste, denn Uğur Şahin darf sich tatsächlich erst seit 2020 Milliardär nennen. Der Mediziner ist nämlich der Gründer der deutschen Firma BioNTech und war somit maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des BioNTech-Corona-Impfstoffs. Als dieser Ende 2020 schließlich in dutzenden Ländern zugelassen wurde, machte dies Şahin mehr oder weniger schlagartig zum Multimilliardär. Aber der Forscher bleibt weiterhin bescheiden. Er ist nämlich immer noch Professor an der Uni Mainz. Auch wenn er als Vorstandsvorsitzender von BioNTech natürlich wenig Zeit für seine Professur hat. Darüber hinaus ist über das Privatleben von ihm und seiner Familie allerdings nicht viel bekannt. Jedoch weiß man, dass Şahin trotz seines Vermögens weiterhin fast ausschließlich nur mit seinem Fahrrad unterwegs ist und sich sonst auch keine großen Luxusgüter gönnt. Kommen wir auf der Nummer 8 zu einem der wenigen deutschen Milliardäre, die tatsächlich nicht in Deutschland leben. Die Rede ist von Andy von Bechtolzheim und obwohl sein Name eine adlige Herkunft vermuten lässt, hat sein Vermögen ganz moderne Ursprünge. Von Bechtolzheim ist nämlich Informatiker und war einer der Gründer des Tech-Konzerns Sun Microsystems und ebenfalls gilt er als einer der allerersten Investoren von Google. Dadurch verfügt er inzwischen über ein Vermögen, das geschätzt zwischen 10 und 12 Milliarden Euro liegt. Seit er 23 Jahre alt ist, lebt der Deutsche daher im Silicon Valley in Nordkalifornien, wo er inzwischen eine großzügige Villa in der reichen Gegend Woodside besitzt. Seine Zeit verbringt er aber immer noch mit der Informatik. Er sagt selbst, dass er kein Interesse an anderen Dingen hat und gründete daher im Laufe der Jahre immer wieder neue Tech-Startups, gibt Interviews und hält regelmäßig technische Vorträge, unter anderem auch vor dem deutschen Wirtschaftsministerium. Die Nummer 7 belegt Otto.
Aber natürlich nicht Otto Walkes, sondern Familie Otto, die nach wie vor die Eigentümer des Versandhandels und Online-Shops Otto sind und somit über ein geschätztes Vermögen von etwa 15 Milliarden Dollar verfügen. Auch wenn die ganze Familie rund um Oberhaupt Michael Otto sehr zurückgezogen lebt, gibt es ein Familienmitglied, das heraussticht, und zwar Frank Otto. Er nutzte sein Erbe nämlich, um im Medienbereich seinen eigenen Konzern aufzubauen. Genauer gesagt ist er inzwischen nämlich maßgeblich an vielen deutschen Radiosendern beteiligt und laut einigen Schätzungen sogar selber Milliardär, wobei er es auch privat ziemlich krachen lässt. Im Herzen ist der Unternehmer nämlich ein Rebell und Rocker. Er spielte lange und teilweise immer noch in Rockbands, ist auch politisch sehr aktiv und leistet gerne Widerstand. Außerdem ist er auch im TV zu Hause. So nahm er mit seiner 39 Jahre jüngeren Ex-Freundin, die übrigens eine ehemalige GNTM-Teilnehmerin war, bei Goodbye Deutschland teil. Und auch ansonsten ist er immer wieder auf dem roten Teppich bei Medienveranstaltungen zu Gast. Weiter geht's mit der Nummer 6 und einem Mann, dessen Namen man in Deutschland vor allem mit einem bestimmten Produkt in Verbindung bringt. Und zwar Reinhold Wirth. Er wurde durch den Verkauf von Schrauben zum Milliardär und besitzt heute ein geschätztes Vermögen von 21 Milliarden Euro. Im Vergleich zu vielen anderen in dieser Liste ist Reinhold Wirth ein Milliardär, der überraschend viele Einblicke in sein Privatleben zulässt. So spricht der 86-Jährige in Interviews oft darüber, dass er gerne wochenlang Urlaube in seiner Luxusjacht macht. Auch sein Wohnsitz ist ziemlich spektakulär. Wirth lebt nämlich mit seiner Frau in einem Schloss. Genauer gesagt auf Schloss Hermersberg bei Heilbronn. Das Schloss ist über 500 Jahre alt und verfügt über mehrere tausend Quadratmeter Wohnfläche. Neben Schlössern besitzt Wirth sogar eigene Kunstmuseen, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind und viele sehr teure Gemälde präsentieren. Kommen wir nun auf der Nummer 5 zu einer ganzen Familie, die es in Deutschland zu einem Gesamtvermögen von 22 bis schätzungsweise 30 Milliarden Euro gebracht hat. Und zwar Familie Reimanns, die Inhaber von Firmen wie Reckitt Benckiser oder Coty. Auch wenn ihr diese Unternehmen wahrscheinlich noch nie gehört haben werdet, sind die Produkte der ehemaligen Chemikerfamilie jedem ein Begriff. So produzieren die Firmen beispielsweise das Waschmittel Calgon, den Pickelentferner Clearasil, Jakobs Kaffee oder zahlreiche bekannte Parfüms wie Davidoff oder Calvin Klein. Wikipedia zufolge haben die Reimanns sogar einen Familienkodex, den jeder Nachkömmling im Alter von 18 Jahren unterschreiben muss und der explizit besagt, dass man als Kind der Reimanns die Öffentlichkeit um jeden Preis meiden sollte und sich nie großen Luxus gönnen darf. Bleiben wir auf den Plätzen 4 und 3 noch einmal bei direkt zwei Familien, die den Reimanns sehr ähnlich sind. Und zwar geht es um die Aldi-Erben Beate Heister und Karl Theodor Junior bzw. deren Kinder sowie um die Familien Quandt und Klatten, die die Erben von BMW sind. Beide Familien haben nicht nur ein Milliardenvermögen, das auf mehrere Erben aufgeteilt wurde, sondern leben auch eher zurückgezogen und fernab der Öffentlichkeit. Trotzdem gibt es in beiden Familien ein paar Personen, die etwas aus diesem Raster fallen und gelegentlich sogar für krasse Schlagzeilen sorgen. Bei BMW wäre das zum Beispiel Susanne Klatten. Sie teilt sich mit ihrem Bruder ein Vermögen von 35 Milliarden Euro und erklärte vor einiger Zeit in einem Interview, dass ihr Vermögen nicht unbedingt ein Segen für sie sei. So wurde sie einmal von einem Mann verführt, der sie heimlich bei intimen Momenten filmte. Anschließend erpresste er Klatten dann und erhielt so ganze 7 Millionen Euro von der BMW-Erbin. Auch über die Aldi-Erbin Babette Albrecht ist einiges bekannt. So soll sie privat in einer Luxusvilla in Essen leben und eine große Leidenschaft für Oldtimer haben. Ab und zu begibt sie sich sogar auf Dinnerpartys mit Prominenten und ist Medienberichten zufolge oft bei der TV-Show Let's Dance zu Gast in der ersten Reihe im Publikum. Kommen wir nun zu Klaus Michael Kühne. Kühne besitzt ein Vermögen von unfassbaren 36 Milliarden Dollar, was ihn sogar zu einem der 100 reichsten Menschen des ganzen Planeten macht. Mehr als die Hälfte seines Vermögens hat er übrigens während der Corona-Pandemie
Miami mit seinem Logistik- und Reedereiunternehmen verdient, was ihn einem Interview zufolge sogar selber erschrocken hat. In einem Jahr 20 Milliarden Euro zu verdienen, war Kühne etwas zu viel, weshalb er erklärte, dass es, Zitat, fast schon ungesund sei, so viel Geld in einer Krisensituation zu erhalten. Trotzdem weiß Kühne sein vieles Geld auch gut zu nutzen, vor allem für seine Heimatstadt Hamburg. So investierte er mehrfach in den HSV und half dabei, Spieler wie Van der Vaart zu verpflichten oder unterstützte den Bau der Elbphilharmonie mit mehreren Millionen Euro. Bevor wir zur Nummer 1 kommen, haben wir übrigens noch eine nennenswerte Erwähnung für euch, und zwar Saygin Yalcin. Der deutsch-türkische Online-Unternehmer ist nämlich inzwischen laut vielen Schätzungen auch Milliardär oder sogar Multimilliardär und lebt ein ganz anderes Leben als die meisten anderen auf dieser Liste. Er wohnt nämlich in einer hochmodernen Villa in Dubai, trifft sich dort regelmäßig mit internationalen Superstars wie Rihanna oder Logan Paul, besitzt eine umfassende Supercar-Sammlung mit Bugattis und Co. und gönnt sich von seinem Reichtum luxuriöseste Reisen, die teuersten Restaurants und lebt somit einen klassischen neureichen Lifestyle. Somit beweist er, dass man als superreicher Deutscher nicht unbedingt bescheiden und zurückgezogen leben muss. Also nicht so wie unsere Nummer 1, Deutschlands reichstem Unternehmer Dieter Schwarz. Obwohl der Lidl- und Kaufland-Chef ein Vermögen von 41 Milliarden Euro besitzt, lebt er nämlich kein ausschweifendes Leben in der High Society. Ganz im Gegenteil, Dieter Schwarz existiert fast vollständig unter dem Radar. Es gibt im ganzen Internet nur 2 Fotos von ihm und Interviews oder andere Einblicke in sein Leben gewährt er niemandem. Auch über die Art und Weise, wie er sein Geld privat nutzt, kann man nur eine Sache sicher sagen. Und zwar gibt er besonders viel Geld für Projekte in seiner Heimatstadt Heilbronn aus. Wie das Manager-Magazin berichtet, soll er den gesamten Ort mit zahllosen Projekten nämlich ziemlich verändern. So baut und plant er dem Magazin zufolge nicht nur Kindergärten, Coding-Schulen und eine Universität, sondern versucht auch, die kleine Stadt zu einem Startup-Zentrum zu machen, das den nächsten Weltkonzern hervorrufen soll. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!